Ich sag Drake, ihr sagt Crosse. Drake, Crosse. Drake, Crosse. Ich sag Drake, ihr sagt Crosse. Drake, Crosse. Drake, Crosse. Das ist ein Applaus, Homie Whiskey. Er hat in den letzten Spielen Verantwortung übernommen, dann, wenn es notwendig war. Er ist ein cooler Typ, abgezockt. Fetten Applaus für The Wayne, Weezy Russell! Und weiter geht's. Bum, bum, check! Alle Hände! Ich sag Ben, ihr sagt Magic! Ben! Magic! Ben! Magic! Ich sag Ben, ihr sagt Magic! Ben! Magic! Ben! Magic! It's your time! Mr. Sweetheart! Der erste Australier und ich glaube auch der Spieler mit der weitesten Heim- und der weitesten Anreise hier bei uns. Great to have you here. Schön, dass er ein Jahr da ist. We wish you all the best back in Down Under. Stay healthy. And this is yours. This is Ben Matthews. Euer Bum Bum Jack. Bum Bum. Bum Bum. Ich sag Frank. Ihr sagt Körner, Frank! Körner! Frank! Ich sag Frank! Ihr sagt Körner, Frank! Körner! Frank! Wow, wie ist das aus? Frank the Tank Körner! Ein unserer Aufstiegshelden, der auch ganz, ganz klar gezeigt hat, dass er in der ersten Liga mit allem mithalten kann. Klein und wendig. Nochmal riesengroßen Applaus für Frank the Tank Turtle. Und er hat unterm Korb gekämpft, gedrückt. John Bryant, Rasim Mahal-Basic. Er hat sie alle beackert. Phil Neumann! Ich sag Joska, ihr sagt Werner. Joska! Werner! Joska! Werner! Ich sag Joska, ihr sagt Werner. Joska! Werner! Joska! Ja, er musste lang, lang suchen, bis er Heimat in Reitzheim gefunden hat. All the way from Bunzeberg, Joska Femmer! Und alle Hände! Ich sag Reggie, ihr sagt Arnold, Reggie! Reggie! Ich sag Reggie, ihr sagt Arnold! Reggie! Arnold. Reggie! Arnold. Yeah! Ja, kann auch während der Saison. Hat nicht die Masse an Spielzeit bekommen, aber ich glaube, er hat seine Rolle dennoch ganz gut angenommen und auch ist wichtig, im Training einfach vollständig trainieren zu können. Von daher, einen fetten Applaus für Reggie Arnold! Und Kreisheim, jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte angekommen. Wie ist die Stimmung? Wie mehr, zweite Liga! Wie mehr, wie mehr, wie mehr!
und alle Hände. Bravo! Ich sag Michael, ihr sagt Kaffee. Michael, Kaffee. Michael, Kaffee. Ich sag Michael, ihr sagt Kaffee. Michael, Kaffee. Michael, Kaffee. Yeah, the game! Ebenfalls ein Aufstiegsheld. Michael Kaffee, selten so einen abgezockten Profi gesehen wie ich, wie ihn. Er ist mit allen Wassern gewaschen, kann alles. Schön, dass er hier ist. Ich glaube, er hat Muskelkater. Mike Kaffee. Und ich sag Joe, ihr sagt Mosse. Joe, Joe. Oh, wenn ich an Joe Lawson denke, muss ich an das Spiel gegen Gießen denken, als er John Bryant gezeigt hat, wie man Dreier wirft. Auch ein fetten Applaus für Mr. Joe Lawson! Und alle Hände! Ich sag Schirmen, ihr sagt Gay! Schirmen! Hey! Schirmen! Hey! Ich sag Schirmen, ihr sagt Gay! Schirmen! Hey! Schirmen! Hey! Yes, baby! Mr. Hollywood mit uns aufgeschrieben und gezeigt, dass er auch erstklassig ist. Vielen, vielen Dank für eine geile Saison, Mr. Schirmen Gay! Wie schaut's aus? Könnt ihr noch? Ja! Könnt ihr noch? Ja! Komm! Ich sag Hollis, ihr sagt Thompson. Hollis, Thompson. Hollis, Thompson. Ich sag Hollis, ihr sagt Thompson. Hollis, Thompson. Hollis, Thompson. Mr. NBA, welcome to Crimson City, though. Ja, er hat einen Hauch von NBA nach Kreisheim gebracht. Ich glaube, er war trotzdem eine sehr, sehr starke Unterstützung. Sehr ausgeglichen, of course. Hat uns im Rebound unterstützt. Von daher nochmal einen fetten Applaus für Mr. Hollis Thompson! Ich möchte zum allerersten Mal nochmal auf meinen Rap hier hochkommen. Ganz klar. Und ich will jetzt alle Hände oben sehen. Alle Hände nach oben. Alle Hände nach oben. Und Konrad,
Herr Kummel. Ich habe gestern meiner Frau gesagt, ich werde das wahrscheinlich so sehr vermissen, dass ich meine Familie jetzt das einmal brauche. Mal lauter! Ja, aber Konrad, ich habe gesagt, so einfach kommst du uns nicht davon. Geh noch einen Schritt vor. Lass uns nochmal über gestern reden. Das war letztendlich unglaublich, aber ich glaube, am Ende gibt es immer irgendeine Gerechtigkeit und ich glaube, für dich hätte es kein besseres Ende geben wie gestern, oder? Ja, ich hätte es besser nicht schreiben können. Es ist unfassbar. Nach dem Göttingen-Spiel hat ja kein Mensch mit uns gerechnet. Ich habe auch selbst in den Interviews nach dem Spiel gesagt, Mensch, jetzt stehen wir wieder vor dem Abstieg und das ist echt blöd. Aber rein rechnerisch hatten wir noch eine Chance und das ist alles, was wir gebraucht haben. Das ist tatsächlich so. 2 Siege und Bremerhaven gewinnen. Ja, wir haben nachher noch ein kleines Video hier vorbereitet, beziehungsweise deine Frau hat das gemacht. Das zeigen wir gleich für alle, die gestern nicht in Würzburg waren. Wo ist Regina? Da steht sie. Deine Frau hat ein tolles Video gemacht, das schauen wir uns gleich an. Ich stelle mir nur die Frage jetzt, du bist so fit, du bist so spritzig. Was war der Grund, jetzt aufzuhören? Naja, so eine Karriere geht ja irgendwann immer mal vorbei und ich bin mittlerweile 37 und auch wenn ich immer noch auf dem Feld spielen kann und machen kann, sind die Tage danach immer recht schwer für mich. Außerdem, mein großer Mann kommt dieses Jahr in die Schule. Wir haben uns mittlerweile was aufgebaut in Heidenheim und fühlen uns da wohl. Und ich glaube, es gibt nie einen perfekten Zeitpunkt, aber ich freue mich, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich hoffe, man wird mich in guter Erinnerung behalten. Ich werde die Momente auf dem Spielfeld vermissen, aber es gibt auch ein Leben danach und darauf freue ich mich auch. Vielen Dank, Konrad. Werden wir dich noch... Ich soll weiterfragen, hat es hinten geheißen. Ja, das kann ich, das mache ich gern. Wir haben noch 12 andere Spieler, die da auch was fragen. Ja, das ist richtig. Nein, werden wir dich ab und zu in der Arena Hohenlohe sehen oder sagst du jetzt mal, in den nächsten 2 Jahren ist wirklich Basketball Ruhe und du würdest gerne mal Schach halber Mühle probieren, oder? Nein, ich bin nur 45 Minuten weg. Ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Spiel sehen. So, aber jetzt... Machen wir die Bühne noch mal ein bisschen frei für alle, die gestern nicht in Würzburg dabei waren. Das Abschiedsvideo für Konrad Wisocki hier auf dem Stream. Viel Spaß damit.